die wahre Geschichte. Die wahre Geschichte über die Geschichte. Es war einmal ein Geschichtenerzähler. Das war schon lange her. La 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 la, er ist schon tot. Er wollte die Geschichte der Völker erzählen. Und er befragte die Leute und jeder sagte etwas anderes. Es gab zwar einige Übereinstimmungen, doch im Allgemeinen hatte jeder eine andere Perspektive auf die Geschichte. So sammelte er Milliarden von Geschichten, legte sie alle übereinander und daraus wurde eine Matrix, in der er für viele Jahrhunderte spazieren ging. Bis er dann friedlich starb. Also er ist jetzt schon tot. Er ist selber zur Matrix geworden, selber zu einer Geschichte. Und viele Millionen Jahre zogen in das Land und keiner war mehr übrig, der sich an die Geschichten erinnern konnte. Sie waren einfach im universellen Bewusstsein abgespeichert. Doch sie interessierten keinen mehr, der sich für sie erinnern konnte. Also es war keiner mehr da, der sich an die Geschichten erinnern konnte. All diese Geschichten von den Menschlein, die Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende irrtümlicherweise gegeneinander kämpften, weil sie sich selber einbildeten, dass sie begrenzt seien. Natürlich, wenn du dich mit einer Form begrenzt als Mensch, fühlst du dich begrenzt und dann hast du Angst, dass du zu wenig hast und dann machst du möglicherweise, wenn du kriegerisch veranlagt bist, Krieg und willst mehr kriegen, damit du einfach dieses Gefühl der Begrenztheit nicht ertragen musst. Es wäre natürlich möglicherweise, wenn du die Fähigkeit hättest, viel einfacher einfach nur da zu sitzen und dich begrenzt zu fühlen, den Mangel zu fühlen und zu merken, dass du dir das alles nur einbildest, dass es einfach nur Energien, Emotionen, Gefühle sind, die auftauchen und eigentlich ist das, was du bist, nicht begrenzt. Doch so sollte das Spiel wohl nicht laufen und die Leute fühlten sich als Krieger, als Soldaten, als Personen, die um ihr eigenes Wohl kämpften. Du konntest einfach nur lachen, weil du den Witz drin sahst, wie dumm sich das Bewusstsein, sagen wir, als Mensch empfinden kann, indem es gegen sich selbst kämpft und denkt, es wäre von dem anderen getrennt, von dem es sich bedroht fühlt oder von dem es glaubt, es könnte mehr haben. Ja. Aber, da gibt's kein Aber. Naja, das mit den Geschichten, da bin ich wieder abgedriftet. Wer ist schon an Geschichte interessiert? Irgendwer. Lass dich doch sein. Lass dich doch an Geschichten interessiert. Wer liebt nicht gute Geschichten? Ja. Was für ein Quatsch.